1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Freunde, das ist die Ausgabe für Sonntag. Ich habe mir extra ein sonniges T-Shirt angezogen, um gerade festzustellen, es ist kühl bei Herz, Seele, Ball heute. Zunächst einmal eine Berichtigung. Klar, Heimspiel. Dankeschön, Wilhelm. Werder Bremen gegen Bayern. Und dann ist es vielleicht doch nicht so eindeutig, wie ich es gestern prognostiziert habe. Ja, also Werder spielt zu Hause gegen Bayern München. Schön, dass wir aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer haben bei Herz, Seele, Ball. Wir müssen Abschied nehmen von einem Mann, der nur 65 Jahre alt geworden ist. Klaus Täuber ist heute gestorben. Er war Schalker in erster Linie, hat auch für Leverkusen gespielt, hat mit Leverkusen den UEFA-Pokal gewonnen, hat einen Elfmeter verwandelt, damals im Elfmeterschießen gegen Espanyol Barcelona. Aber in erster Linie wird er mir natürlich in Erinnerung bleiben als Schalker. Ich habe ihn gekannt, habe ihn ein paar Mal getroffen. Es war ein besonderer Typ, dieser Klaus Täuber. Und wenn man Boxer heißt, dann spielt man so Fußball. Aber er hieß auch so, weil er am Geburtstag von Muhammad Ali zur Welt gekommen ist. Und deshalb hat man ihn Boxer genannt. Und ich kann mich erinnern, das ist aber jetzt bestimmt 20 Jahre her, ein Hallenfußballturnier irgendwo in der Nähe von Kassel. Und Real Madrid spielte und Schalke 04 spielte in der Halle gegeneinander. Traditionsmannschaften natürlich. Und Klaus Täuber war verbissen bis zum Gehtnichtmehr im Zweikampf mit den spanischen Spielern. Und dann plötzlich gab es eine Massenkeilerei. Alle gingen aufeinander los. Aber was das Schöne war, es dauerte nicht lange. Dann lag man sich in den Armen. So war er, der Klaus, der Täuber. Und er hat sich einmal verlaufen beim Training. Didi Ferner war damals Trainer von Schalke 04 und stinksauer auf seine Mannschaft. Deswegen gab es jeden Morgen um 7 einen nicht so geliebten Waldlauf. Und Klaus Täuber war auch nicht so ein begeisterter Läufer. Und deswegen hat er sich Didi Ferner angeschlossen, dem Trainer, der auch schon ein bisschen älter war. Und irgendwann fragten sich die beiden, wo sind wir hier eigentlich? Klaus fragte Didi, weißt du, wo es lang geht? Didi fragte Klaus, weißt du, wo es lang geht? Und dann hatten sie sich total irgendwo im Sauerland im Wald verlaufen. Es soll lange gedauert haben, bis dass die beiden wieder nach Hause gekommen sind. Und der Rest der Mannschaft soll höflich applaudiert haben. Klaus Täuber. Nun ist er gegangen, aber schöne Erinnerungen an einen Menschen, der sehr intensiv gelebt hat. Ja, in gut 4 Wochen fängt die zweite Liga wieder an und die Testspiele beginnen jetzt auch. Karlsruhe SC gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben, einen kleinen Verein aus der Landesliga, 16:0 gewonnen. Stindl macht auch gleich ein Tor. Schalke hat 3:0 gewonnen gegen eine Mannschaft aus dem Emsland. 3:0, ist das gut, ist das schlecht? Zu 0, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass Schalke in der Lage ist, auch diese kleinen Trainingsspiele zu 0 zu gestalten. Ja, und ich freue mich dann heute am Sonntag, 14.15 Uhr, Start deutsches Derby. Ich weiß, da lachen immer viele. Das ist das Galopp-Derby, das heute mein Sportereignis des Tages ist. Am Samstag habe ich die erste Etappe der Tour de France geschaut. Das ist schon beeindruckend und für mich sind das ganz große Sportler, die da bei der Tour de France unterwegs sind. Hoffentlich auch ohne Doping. Ihr merkt es, der Wind geht auch so ein bisschen hier. Es ist wirklich kühl. So, und ich wollte jetzt sagen, dass wir, also von Samstag aus noch angerechnet, genau in einer Woche in Mannheim auftreten. Das hat mit Fußball auch ein bisschen was zu tun. Das ist auf dem Plakat hier zu sehen, wo das ist, in Mannheim in einer Halle. Und Wolfgang Bosbach, der Politiker aus der CDU, ehemals ein begnadeter Bundestagsabgeordneter, so will ich das mal nennen, der nie in der Regierungsverantwortung war. Also er war nie Minister, aber kurz davor. Und den viele den Kanzler der Herzen nennen. Und ich werden da in Mannheim die Menschen wieder gut 90 Minuten oder ein bisschen mehr unterhalten. Wir haben auch einen direkten Bezug zu Mux TV, weil beim Martin, also beim Produzenten von Mux TV, haben wir uns kennengelernt, wir beide in einer schönen Sendung, also intensiver kennengelernt. Da haben wir zum ersten Mal diesen langen Talk gemacht, ohne dass es das Buch gab. Ja, alles ein bisschen her und jetzt sind wir schon bestimmt 30 Mal miteinander aufgetreten. Und wenn ihr Lust habt, am 7.7. in Mannheim könnt ihr live dabei sein. Wäre nicht schlecht,
wenn noch ein paar kommen würden. Ich habe gehört, es ist ein großer Raum. Und um ehrlich zu sein, weiß nicht, ob es stimmt, der Kartenvorverkauf wäre nicht so grandios. Also es sind noch keine 1000 Karten verkauft. Oder noch keine 100. Ich weiß es nicht so genau. Aber wer in der Nähe ist, kommt einfach vorbei. So, das war Herz, Seele, Ball mit einer großen Portion Eigenwerbung, was ja auch mal erlaubt ist. Wir hören und sehen uns wieder. Ja, erstaunlicherweise morgen, wenn ich das deutsche Derby gesehen habe. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.